Ja, hallo, Freunde der fleißigen Tunerei und vielleicht auch der Underground-Serie und dementsprechend auch Freunde, die doch vielleicht ein bisschen die Jahre gekommen sind. Willkommen zu Underground Garage, der Demo-Fassung. Ein Spiel, das am 7. November als Vollversion oder zumindest als Early Access zumindest herauskommen soll. Und ich möchte mal in ein paar Minuten mir ein bisschen anschauen, was erwartet uns hier. Wir haben im Endeffekt einen Autosimulator, in dem wir halt selber schrauben können. Von der Pike an bis zur Lackierung, also Motortausch, die einzelnen Komponenten, Kolben, alles Mögliche. Wir können aber auch unsere Fahrzeuge fahren und es soll auch einen Dialog geben. Ob es jetzt eine Story gibt, weiß ich noch nicht. Aber es ähnelt natürlich so ein bisschen der Underground-Serie und dementsprechend heißt das Spiel auch Underground Garage. Ich bin gespannt, ob es in diese Fußstapfen treten könnte, um halt irgendwie Nostalgie irgendwie wieder auferleben zu lassen. Ich bin gespannt. Wir starten einfach mal ein Spiel. Das Ganze gibt's auf Deutsch. Ihr könnt das Ganze auch mit Controller spielen. Ob mit Lenkrad, müsste ich mal irgendwie ausprobieren. Aber erst einmal mit Controller. Los geht's. Hey there, I'm Deb from Underground Garage. In the game, we prep cars for illegal street races. Fast, dangerous and on the edge. But in real life, safety always comes first. Remember to buckle up, keep it legal, and respect the road. Leave the wild races to the game. Stay safe out there. Oh, schöne Ansage nochmal am Anfang. Wow! Wowie, das sieht ja sehr nett aus. Wie gesagt, es ist eine Demo-Fassung, aber das sieht schön aus. Cool. Gut, sonniger Tag in Century Bay. Geh und sprich mit Depp. Wer ist Depp? Oh, das aber, das sieht wirklich toll aus. Hallöle, Popöle. Na ihr? Haha. Ja. Ihr habt richtig erraten. Das ist mein Fahrzeug da hinten. Geil, wa? Habt ihr was bestellt? Nee, gut. Wer ist ein Depp von euch? Johnny Depp. Ah, der war schlecht gewesen, ich weiß. Bist du Depp? Nee. Deppi. Ach, da oben. Hallöle. Ach so, du bist Depp. Okay, hab einen neuen Kunden. Dave möchte, dass du ihn übernimmst. Der Start. Was? Wer, arbeiten wir hier oder was? Sorry, can't help you now. Hä? Mit wem soll ich denn jetzt reden? Ach, das ist Depp. Ich weiß nicht, wer Depp ist, aber. Ach, ich spreche mit Dave jetzt. Okay, oh Mann, das sind aber so viele Namen jetzt in meinem doch schon fortgeschrittenen Alter. Got a 4X Bull HI pulling up. Just a starter problem. Shouldn't take long. Get it on the lift, check it out and replace the starter. Let's make this smooth, all right? Okay. Bewege das Auto des Kunden auf die Hebebühne. Oh. Oh. Ich muss wirklich mal sagen, ich bin ein bisschen jetzt baff. Also ich habe mir so ein paar Fotos angeschaut. Ich habe auch gesehen, dass wir einen Charakter haben, aber dass es so schön aussieht. Cool. So, steigen wir mal ein. Steigen wir ein mit X. Oh. Sieht aber wirklich nicht verkehrt aus. Also ich habe wirklich weitaus Schlimmeres erwartet. Das Geile ist auch, warte mal, rückwärts genau. Haben wir eine Handbremse? Oh. Oh. Wir können, haben auch die Einstellung Sound auf Epic zu stellen. Boah. Yeah, Alter, geil. So, jetzt komm ich, Mädels, passt auf! Oh, fuck. Ah, die beeindrucken wir jetzt. Oh, da fliegt ein Auto. So, Mädels, schön aufpassen, schön mit zwei Zacken jetzt hier rein. Oh, habt ihr gesehen? Geil, wa? Okay, ja, raucht mal weiter. Oh, verdammt. Oh, das Auto geht ja ein bisschen kaputt. Das war schon so. Gut, und jetzt Auto betreten. Mechanikermodus. Oh, das Auto ist aber kaputt. Gut, diagnostiziere das Auto. Kamera schwenken. Navigieren. Montagemodus. Zoom. Taschenlampe. Geil.
Das ist geil. Gut, können wir hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie drücken? Okay. So, da kann ich nicht drauf drücken. Okay. Kann ich interagieren? Damit kann ich interagieren. Eieiei. Was soll ich eigentlich herausfinden? Okay, der Motor. Was ist denn jetzt daran schuld? Hier ist alles so ein bisschen gelblich. Okay. Anlasser. Das ist aber wirklich faszinierend gut. So, es ist der Montagemodus. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Ah! Da! Okay. Dann verlassen wir den mal. Okay. Na gut, ich muss auch ein bisschen... Es ist aber absolut krass. Soll ich ihn abmontieren? Ah, neuer Anlasser montieren. Okay. Das ist der alte. Auswählen. Teil verkaufen. Auswählen. Gut. So, da ist der Motor. So, und der Anlasser muss er jetzt... Oh Gottes Willen, ey. Es ist mal schwer reinzukommen. Ich sag mal, ich habe keinen Plan von Autos. Ich kann nur fahren. So, Fokus. Darum war das Auto wieder. Das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Montagemodus. So, ah, das ist der Montagemodus. Teil platzieren. Okay. Neuer Anlasser montieren. Aber der war doch hier gewesen, oder? Okay. Ah, okay. War ich denn... Gut. Oh, habe ich den verkauft? Nein, nein, nein. So. Inventar. Keine Teile verfügbar. Laden. Vergaser. Ansaugmotor. Anlasser. Zündanlage? Nö. Ja, Anlasser. Dann kaufen wir einfach jetzt mal den hier. Gekauft. So, einschrauben, sehr geil. Baue das Auto wieder zusammen. Ist wieder zusammengebaut, oder? Da. Guck mal, fährt wahrscheinlich wieder hier. Gut, aber Auto ist ja jetzt zusammengebaut, oder? Fehlende Teile. Reflektor, Vordertür, Spiegel, Heckscheibe. Heckscheibe fehlt? Oh, ach scheiße, weil wir das kaputt gemacht haben. Oh Gott, muss ich das jetzt zahlen? Ey, ist das krass gemacht. Wie gesagt, ich muss aber erstmal durchblicken. Geil. Muss ich den auch noch reparieren? Nö, wa? Der ist gut. Warte mal, zeig mal her. Der sieht gut aus. Da kannst du aber echt alles kaufen. Das ist ja krass. Kaufen. Oh, ein bisschen Geld habe ich aber auch noch. Rücklichter, Scheiben, Windschutzscheibe. Ah, ach krass, hier sehe ich das alles. Kaufen. Ach komm, wir kaufen jetzt einfach alles hier. Das ist das, was wir wahrscheinlich auf die Liste gepackt haben. So, jetzt kann ich aber... Wo ist hier mein Kreis? Da. Das macht sie mit der Maus wahrscheinlich... Ja, das macht sie viel besser. So, das hier. Könnte man, wie gesagt, beides mit beiden machen. Teile dafür haben wir nicht. Wie ist... Ach egal, wir machen jetzt wieder... So, einmal abschrauben. Anschrauben mit 9. Ist der gleiche? Ja, du, der passt schon irgendwie. So, da gibt's auch einen 9. Okay. Den Heck müssen wir tauschen. Das ist das, was wir kaputt gemacht haben. Auch nicht schlecht. So. Und hier 9. Sehr schön. Dafür haben wir aber jetzt nichts. Okay, dafür müssen wir halt dann wieder in den Laden gehen. Und auf Einkaufsliste. Nee. Warte mal, Diagnose. Ist auch nicht richtig. Eieiei. Baue das Auto. Da hinten fehlt ja noch was. Das kriegen wir aber noch so hin.
Hecklichter, Lichtmaschine. Achso, Karosserie. Tür hinten. Achso, ah, hier, warte mal. Hier ist der Einkaufs. Also ich muss erstmal durch. Wirklich, tut mir echt leid. Das kaufen wir jetzt. Ansonsten haben wir ja eigentlich alles. So, ach so war das gewesen, genau. So, und dann immer, wir haben zwar jetzt ganz viel davon gekauft, aber ist auch egal. Was ist das denn jetzt hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt damit raushauen vielleicht? Oh, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Falls einfach da kaputt gemacht. Oder ist normal? Ist doch normal, oder? Guck, das wackeln. Alles normal. Okay, gut. Nochmal in die Werkstatt. Oh, die Bremsen sind aber auch nicht mehr gut. Ist irgendwas am Fahrgesteck kaputt? Eieieiei, alter Falter. Das kann vielleicht sein. Dass hier irgendwas kaputt ist. So, also. Oh, scheiße, der Wagen ist hinüber. Okay, nochmal. Dieser machen wir nichts kaputt. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, was ich nicht mehr beheben konnte. Also, das wird was richtig Großes. Für die Autofans wird was richtig Großes. Das ist ja Hammer. Wie gesagt, aber für diejenigen wie ich, die gar keine Ahnung von dem Spiel haben, wird es natürlich ein bisschen problematisch. So, wir machen jetzt hier nichts kaputt. Wir fahren jetzt einfach hier drüber. Diagnose, Anlasser, okay. Demontiere den Anlasser. Soweit sind wir ja schon mal gekommen. Was machen wir mit der Maus hier? Okay, jetzt ein neuer Anlasser einbauen. Das heißt, fehlendes Teil Anlasser, packen wir uns hier in den Einkaufswagen, drücken wir Tab und da haben wir ihn auch schon. Okay. So, nochmal die 2 hier. Und warte mal. Wie war das hier nochmal gewesen? Hier. Gedrückt halten, den neuen anbauen. So. Ah, das war's auch schon gewesen. Oh, Anruf annehmen. Nice job, kid. Take it to the delivery zone. Good first job of the season. Yeah! We'll be busy, so don't relax. Also mein Tipp an euch, macht den Wagen nicht Schrott. Wo sollen wir jetzt hinbringen? 200, 300 Meter, okay. Oh, fast in den Stall gemacht. Ah, da fliegt eine Bank. Oh, sind wir hier richtig? Der Soundkulisse ist geil. So. Okay. Das war doch schon gewesen. Nice! Quest abgeschlossen. Freunde, das war es erstmal gewesen. Ich muss leider auch zur Arbeit. Ich versuche das Video aber heute für euch abends nochmal jetzt zurechtzuschneiden, damit es auf dem Abend rauskommt. Hammer! Ich bin also wirklich fasziniert davon. Es laufen sogar NPCs herum. Also, auf die Wunschliste packen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich werde es mir auf alle Fälle holen, auch wenn ich nichts von Autos verstehe. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Hilfe kriegt man das hin. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.